zum 14. Türchen des Marisember-Adventskalenders. Heute habe ich zwei sehr schnelle Flechtfrisuren für euch, die ihr zum Beispiel an Weihnachten oder an Silvester tragen könnt. Die erste ist wirklich super einfach, aber nach der Frisur haben einige von euch mich schon öfters gefragt, deswegen zeige ich sie euch mal in einem Video. Und die zweite Frisur kenne ich aus einem Video von Marie von Snookyful. Die ist ein bisschen schwerer, also ich habe da auch ein bisschen Übung gebraucht, aber an sich ist sie jetzt auch nicht so kompliziert. Und wir legen jetzt mal mit der ersten einfachen Frisur los. Für die erste Frisur braucht ihr zwei kleine Haargummis. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt in der Kamera erkennen kann. Also ich habe da zwei so durchsichtige, die habe ich glaube ich von Müller. Und dann teilt ihr eure Haare am besten zu einem Mittelscheitel. Und dann teilt ihr das nach hinten ab, so dass eure Haare einfach zwei gleich große Hälften sind. Ich mache die Haare dann immer hinter die Ohren. Und dann geht's einfach los und ihr flechtet jeweils an beiden Seiten den Zopf nach unten. Achtet dabei darauf, dass vor allem oben, dass ihr da immer gut festzieht, damit der Zopf nicht zu locker ist. Also ihr könnt da immer noch das am Schluss dann lockerer machen und nochmal so aufzuppeln. Aber am Anfang sollte es echt fest sein. Unten lasst ihr dann einfach ein bisschen was offen und dann macht ihr den Zopf mit einem Zopfgummi zu. Und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Und damit ist die Frisur auch schon fertig. Ich finde, die ist einfach super einfach. Die schafft man auch noch vor der Schule, auch wenn man eher so ein Langschläfer ist. Oder für einen Weihnachtsmarkt finde ich die auch ganz schön, weil dazu passt einfach super gut eine Mütze. Dann kommen da so die zwei Zöpfe raus, was ich sehr, sehr süß finde. Oder was ich auch sehr gern trage, ist dazu einfach so ein gehäkeltes Haarband oder einfach ein gestricktes Haarband. Dann sieht man ein bisschen so aus wie Pocahontas. Und damit gehen wir mal über zur zweiten Frisurvariante. Auch für die zweite Frisur braucht ihr wieder zwei kleine, dünne Zopfgummis. Und diesmal teilt ihr aber oben am Kopf einen breiten Bereich ab. Also so ungefähr. In dieser Breite und ich gehe da nochmal mit der Bürste drüber, aber das dient eigentlich nur, dass eure Haare ein bisschen besser in den Bereich fallen, weil das Ganze lassen wir jetzt wieder auf und ihr nehmt euch ganz vorne drei Strähnen weg. Und das Ganze flechtet ihr jetzt nach hinten, also so, dass ihr wirklich nur versucht, diesen Abschnitt an Haaren zu erwischen, den ihr vorher abgetrennt habt. Und zwar flechten wir das in einem französischen oder einem dänischen Zopf, je nachdem, was euch leichter fällt. Ich mache meistens den französischen Zopf. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, dann guckt euch am besten noch ein Tutorial vorher dazu an. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, also am besten macht ihr das vor dem Spiegel und versucht auch, dass ihr das immer gut festzieht. Also ihr flechtet quasi eine Runde und nehmt dann wieder Haare von unten dazu. Immer so weiter, bis ihr am Ende eures Kopfes angelangt seid. Wenn ihr am Ende eures Kopfes angelangt seid, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dann hört ihr auf, den Zopf französisch zu flechten und flechtet das Ganze einfach normal nach unten. Und ich weiß, die Arme fallen da super schnell ab. Also es geht richtig krass in die Arme. Aber ihr müsst versuchen, dass ihr den Zopf trotzdem fest flechtet, weil ansonsten sieht das dann nicht so gut aus. Wenn der Zopf dann mal so seine Form hinten hat, könnt ihr den auch vornehmen und da vor eurem Gesicht fertig flechten. Und dann befestigt ihr das Ganze mit einem Haargummi. Ob das zum Beispiel hier hinten dann noch absteht, könnt ihr das auch noch mit Haarklammern oder Clipsen feststecken, dass das Ganze auch schön an seiner Stelle steht. Und dann wäre die Frisur eigentlich schon fertig. Was ihr jetzt noch machen könnt ist und den zweiten Haargummi dafür benutzen, dass ihr aus dem Ganzen jetzt noch einen Zopf nach unten flechtet. Finde ich auch sehr schön, aber ich finde es auch offen eigentlich ganz schön. So kann man nämlich seine Haare offen tragen und hat doch irgendwie eine Frisur auf dem Kopf.
Ja, ihr Lieben, das waren meine zwei Frisurideen. Ich hoffe sehr, 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 dass euch das Video gefallen hat und dass es vielleicht eine kleine Inspiration für euch sein konnte. Und jetzt machen wir noch ganz schnell das Türchen vom Maybelline Adventskalender auf. Das 14. Türchen ist hier unten und es ist ein dritter Kugelschreiber, diesmal ja mal in einer hammercoolen Farbe. Richtiges, schönes Fliederpink. Ja, vielen Dank, Leute, fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss!